So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Illusion of Time. Wir haben im letzten Part den Boss, der vom Sky Garden besiegt. Der ist nicht explodiert. Aber als Gegner wird auch nicht mehr angezeigt, okay. Haben daraufhin die Statue erhalten und wollten dann zur nächsten Ruine zum Land von Mu fliegen. Sind dabei aber dummerweise im Flugzeug abgestürzt und dann in diesem Palast hier gelandet. Und wie wir gerade gesehen haben, ach Gaia sagt uns auch nichts dazu, befinden wir uns hier unter Wasser. Alles schon sehr seltsam, wie wir hier reingekommen sind. Was höre ich? Ein Geräusch aus dem Raum zu meiner Linken. Das wäre da unten. Ich möchte aber erstmal hier lang. Und Kara? Was ist denn mit dir passiert? Du wirkst so durchsichtig, so transparent. Wo bist du? Was ist geschehen? Okay, sie kann uns offensichtlich nicht sehen. Und wir können sie auch gerade mal so halb sehen. Das ist jetzt wirklich seltsam. Da unten ist eine Schatztruhe. Aber es gibt hier offensichtlich keine Gegner mehr. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Ein düsteres Flüstern. Dies ist der Vampirpalast. Die Quelle in diesem Palast erzeugt ständig neue Dämonen. Der Vampirpalast. Mit einer Quelle, aus der permanent neue Dämonen kommen. Und noch ein Skelett, aber das wird mir gar nicht angezeigt. Was ist das denn hier? Hä? Was ist denn mit dem los? Das ist jetzt ja auch transparent. Seltsam. Selbst wenn ich jetzt angreife, geht es nicht kaputt. Was wehrt sich auch nicht? Was ist hier los? Noch ein Skelett. Kannst du uns schaden? Nö. Sind das die Dämonen, von der gerade die Stimme gesprochen hat? Ein Geräusch dringt an meine Ohren. Aus dem Raum zu meiner Rechten. Und was ist in dem Raum zu deiner Linken? Erik! Aber dir scheint auch nicht gut zu gehen. Was ist das für ein Ort? So düster und einsam. Mutter, hilf mir! Okay. Alles sehr komisch hier. Wir befinden uns unter Wasser, wissen nicht, wie wir hingekommen sind. Finden unsere Freunde als Geister vor. Skelette, die auch zu Geistern werden, wenn wir sie angreifen, uns aber nichts tun. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Im Keller des Gebäudes findest du die Dämonenquelle. Dort ist der Stein. Beeil dich. Okay. Ist hier unten irgendwas? Also ganz wohl fühle ich mich in dem Palast jetzt ja nicht gerade. Hier ist auch Sackgasse. Irgendwas geht hier doch vor sich. Na, hier ist wieder ein Außenflügel und... Wah! Lilly, du lebst! Hey, du hast mich ganz schön erschreckt. Fast wäre mein Herz stehen geblieben. Ich habe Erik in dem anderen Raum gesehen, aber es war sonderbar. Sein Körper ist fast transparent. Ich konnte durch ihn hindurchsehen. Es schien, als habe jemand seine Seele geraubt. Wir müssen jetzt zusammenbleiben. Wer weiß, was noch geschieht. Gute Idee. Ich habe keine Lust mehr, alleine zu sein hier in diesem Palast. Das ist ja gruselig. Ich ziehe mich in deine Tasche zurück. Also gut, lass uns gehen. Okay, zumindest haben wir jetzt einen Gefährten und sind nicht ganz alleine. Immerhin schon mal etwas. Ich glaube, das hätte ich auch nicht mehr lange durchgestanden hier alleine. Wie tief geht das denn hier? Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Der Stein der Läuterung ist im Palast. Der Stein der Läuterung? Okay, offenbar sollen wir irgendwas von irgendwem befreien.
Sonst hätten wir kaum einen Stein Erläuterung. Gebietswechsel. Ach, und hier haben wir jetzt auch Gegner. 15 Stück sogar. Haben wir da oben irgendeine drüber sehen? Nö, hier ist alles frei. Na dann mal runter mit dir und... Wasserpfützen. Wow. Da habe ich natürlich richtig Angst vor Wasser... Naja, Tropfen. Erstmal nach oben. Sind das Werge? Okay, jetzt wird's creepy. Ich schaffe es nicht, den Deckel zu öffnen. Man öffnet auch nicht die Deckel fremder Särge. Eigentlich. Warte, dort ist ein kleines Loch an der Seite des Sarges. Gerade groß genug, dass ich hindurchpasse. Ich werde hineinschauen. Bist du verrückt? Bitte nicht. Boah, was wenn da jetzt eine Leiche drin liegt? Seltsam, der Sarg ist von innen verschlossen. Kein Wunder, dass er nicht aufging. Okay, also Lilly hat offensichtlich keine Hemmung. Ja, ich weiß, ob du da rein kannst, dann schau hinein. Oh Gott. Ah. Ich habe einen seltsamen Stein im Sarg gefunden. Immerhin keine Leiche. Und das ist der... Du hast den Stein der Leute... Ahaha, der Läuterung gefunden. Damit haben wir offensichtlich den Stein, den wir finden sollten, von dem auch die düstere Stimme gesprochen hatte. Und da sind auch noch weitere Gegner. Oha. Aber die sind zum Glück mit einem Schlag down. Das ist dann damit jetzt nicht so tragisch, dass die überhaupt da sind. Tschüss und tschüss. Hier sitzt... Ach so, natürlich. Hier könnten wir jetzt echt mal Ordnung schaffen. Gut. Da ist auch schon das nächste rote Juwel. Okay. Und weiter jetzt. Einfach weiter runter. Hier ist überall nichts. Oh, und neue Schleimtropfen von der Decke. Und noch mehr Schleimtropfen. So viele Gegner konntest du doch nicht geben. Das waren nur noch 15 und nicht gefühlte 20. Aber 4 haben wir auch irgendwo übersehen. Hier drüben? Aber hier ist doch gar nicht. Hier ist nur eine Säule, aber kein Gegner. Zumindest wäre das jetzt nicht meine Auffassung vom Gegner. Hä? Und hinter der Säule da auch jemand stecken? Sehe ich nichts von. Aber genau hinter der Säule. Beziehungsweise in dem Bereich. Komisch. Müssen wir denn irgendwas machen erst, oder? Oh! Neil und Eric, Lance. Okay. Ah, jetzt haben wir da einen Wassertropfen, der war vorher definitiv nicht da. Was zur... Dafür sind jetzt alle anderen wieder da, oder was? Müssen wir jetzt alle nochmal besiegen? Ist das jetzt deren Ernst? Na dann mal auf zur lustigen Monsterjagd. Nee, Moment mal, hier soll noch... Das ist seltsam. Hier bei den Säulen sollte schon wieder ein Gegner sein. Hier in dem Bereich sollte auch ein Gegner sein. Zumindest wird er angezeigt, aber er ist nicht da. Ah, aber hier der Gegner ist zumindest da. Ist das ein Bug oder so? Hier die Wasserpfützen, die sind auch weg. Werden mir aber als Gegner angezeigt. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Das muss ein Bug sein oder so. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, warum können wir den Gegner hier nicht angreifen? Der muss mich mit euch auch nicht befassen, hat ja da gar keinen Wert. Wenn ich das Juwel eh nicht bekommen kann, dann... Oh, oh. Sieh, welch wundersame Quelle. Könnte eine Verbindung zwischen dem Stein und der Quelle bestehen? Die Stimme meinte ja, also werden wir das doch direkt mal ausprobieren. Du hältst den Stein der Läuterung hoch. Der Stein beginnt zu glühen und verschwindet kurz darauf in der Quelle. Okay.
Flatsch. Okay, es leuchtet kurz und nun... Ach so. Jetzt wird aus der schwarzen Masse der Quelle reines blaues Wasser. So verstehe ich das jetzt zumindest. Und jetzt? Ah, jetzt können wir uns bewegen und es passiert nichts. Okay. Und was bringt mir das denn jetzt? Wie ist das denn jetzt? Ah, es gibt hier keine Gegner mehr, na dann. Dafür gibt es Menschen hier unten. Gerettet, dank sei dir. Ich kam von Freya in diesen Palast und wurde zu einem Dämon. Das heißt, dass alle Dämonen früher Menschen waren? Auch die, die wir töten wollten? Jetzt kenne ich das Gefühl, dem Tod ins Auge zu blicken. Es ist furchtbar. Ich frage mich, ob die Tiere, deren Fleisch wir essen, genauso empfinden, bevor man sie tötet. Ja, meinst du, sie fühlen sich anders? Aber jetzt sollten Lance und nie wieder... weg sein? Okay. Da vermutlich sind sie schon nach oben gegangen oder so. Aber das ist ja seltsam, jetzt ist... Ach, da ist noch einer. Einst waren wir Sklavenhändler. Doch man sperrte uns deswegen ein. Zu Recht. Doch dann wurden wir an einen Vampir. An einen Vampir. Oha. Jetzt macht natürlich auch die Särge da oben Sinn. Doch dann wurden wir an einen Vampir verkauft. Es war grausam. Kann ich mir vorstellen. Ich möchte ungern in den Fängen eines Vampirs stecken. Hier ist niemand. Jetzt wird's wirklich... hat schon was leicht Gruselfilmmäßiges. Ein netter Mann fragte mich, ob ich ihn begleite. Dummerweise tat ich es. So kann es geschehen, wenn man auf eine Frau hereinfällt. Okay, es ist anscheinend ein Vampir-Pärchen, ein Mann und eine Frau. Na, komm her, ich will mit dir reden. Der Mann, der in diesem Sarg liegt, ist mit Sicherheit ein Vampir. Was hat er wohl vor? Ja, wenn es ein Vampir ist, tötet ihn doch. Ich meine, das lernt man in jedem drittklassigen Vampirfilm. Vampire tötet man, wenn sie in ihrem Sarg liegen. Mit einem Holzflock. Oder mit Kreuzen, wenn es der Film ganz billig ist. Finde ich sowieso immer ganz witzig. Wenn du diese ganz komischen Vampirproduktionen hast, wo denn die Leute dastehen, du kannst mir nicht näher kommen, weil ich aus zwei Holzstiften dein Kreuz mache. Hä? Okay. Wenn's so einfach wäre mit Vampiren, doch. Ah, ja, ja. Okay. Auf jeden Fall alles ziemlich komisch hier. Hier scheint wohl der, ich kreuze drei Holzstifte. Zwei Holzstifte, warum komme ich immer auf drei? Holzstifte wohl nicht ganz zu helfen. Ein Vampir-Pärchen lebt in den Särgen. Sie locken die Menschen her, machen sie zu Dämonen und verkaufen sie dann. Locken sie den Menschen hier nach unten? Stehen sie da am Strand oder was? Komm mit, schwimme mit mir, tauche Kilometer weit hinunter, ertrinke fast, damit ich dich zu einem Vampir machen kann. Zu einem Dämon. Und überhaupt, es gibt einen Dämonenmarkt hier? Das wird immer seltsamer. Dieser Palast ist mit dem Land Mu verbunden. Die Vampire scheinen hier nach etwas zu suchen. Es gibt hier eine Verbindung nach Mu, das ist sehr interessant, weil da müssen wir auch hin. Dann passt es ja, der versunkene Kontinent und ein Palast unter Wasser. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Fast wären wir zu Dämonen geworden. Na, kein Problem, mache ich gerne. Ich rette regelmäßig Leute, das ist gar kein Problem. Stand zwar nirgendwo in der Jobbeschreibung, aber ich mach's trotzdem. So, Lilly ist natürlich nicht mehr hier, weil die haben wir schon. Ich find's ohnehin komisch, dass ausgerechnet Lilly nichts passiert ist. Will nicht, aber Kara und Neil, Lance und Eric, alle sind sie zu Geistern geworden, nur Lilly nicht. Ich hörte, dass die Vampire sagten, eine Statue sei in Mut zu finden. Das heißt, sie scheinen genau das zu suchen, was wir auch suchen. Nämlich die Statuen. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich glaube, ich habe mich verlaufen.
Auf dem Dachgeschoss des Gebäudes wirst du einen Weg nach Mu finden. Ah ja. Also da geht's weiter nach oben. Hier ist nichts. Hier geht's weiter nach unten. Achso, richtig, das war die Sackgasse, oder? Ja. Aber jetzt steht hier jemand. Nimm diesen Schlüssel. Bei diesem Schlüssel habe ich der Vampirfrau entwendet. Nimm ihn an dich. Du hast den Schlüssel zum Seepalast erhalten. Okay. Was können wir mit dem jetzt? Auf dem Dachgeschoss des Gebäudes wirst du einen Weg nach Mu. Sehr schön. Nehmen wir. Das heißt, den Schlüssel werden wir brauchen, das Land Mu betreten zu können. Was ist hier jetzt? Hier haben wir... Ne, Erik ist auch weg. Wo stecken die denn alle? Sind die alle oben bei Kara jetzt, oder wie? Was sollen wir jetzt nur tun, mitten auf dem Ozean? Vielleicht könnten wir den Palast einnehmen und hier leben. Ja klar, ihr habt den ersten Kampf gegen die Vampire nicht gewonnen, den zweiten gewinnt ihr ganz sicher. Nicht. Aber versuchen kann man es ja mal. Ich meine, Mut und so, ne? Mut. Mit dir haben wir schon geredet. Und jetzt sind wir wieder ganz oben. Hoffentlich ist Kara jetzt da. Nö. Kara ist auch weg, das heißt, wir sind hier vollkommen allein, oder wie sieht das aus? Hast du jetzt irgendwas zu sagen? Ich meine, du bist doch das allwissende Wesen hier. Offensichtlich nicht. Du bist einfach da und speicherst und heilst mich. Wow. Bin begeistert. Nee, die sind hier echt nirgendwo. Was natürlich auch möglich wäre, ist, dass die Vampire... Dass hier kein Schlüsselloch ist, sehe ich, Junge. Er probiert den Schlüssel zum Meerespalast. Der Schlüssel dreht sich, begleitet von einem Quietschen. Will, vor uns liegt Mu, das Phantomland. Es kann natürlich sein, dass die Vampire sie alle mitgenommen haben ins Land Mu, auch wenn ich nicht wüsste, warum. Und jetzt ist hier ein ziemlich langer Gang. Ein Weg. Wird er uns nach Mu bringen? Das werden wir gleich wissen. Und wir sind... in Mu. Wir haben das versunkene Land gefunden, was irgendwie nur halb versunken aussieht. Lilly und ich betraten Mu. Ich hoffe, man wird uns willkommen heißen. Ich sehe doch jetzt schon die Wasserpfütze da unten und ein Blick auf die Karte sagt mir, ja, wir sind hier sehr willkommen als Monsterfutter. Okay, ich weiß, dass das Land von Mu ziemlich anstrengend ist. A, von den Gegnern her und B, auch überhaupt von der gesamten Karte her. Weil das relativ unübersichtlich ist, meiner Meinung nach. Wie das aber hier weitergeht, erfahren wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage bis denne.